anders hier, sondern ich bitte Sie zu bleiben. Und jetzt gibt es noch einen von Max Höfler, einen Mini-Buller-Check. Also bitte hier im Raum verbleiben. Guten Tag, ich bin Max Höfler. Ich gebe meinen Sack mal beiseite. Ich bin Schriftsteller und Gesamtkunstsorten-Trabant. Und werde heute sowas wie ein Mini-Muller-Chuck präsentieren. Und das ist nämlich das hier. Wissen Sie, was ein Muller-Chuck ist? Ich mache des Öfteren Muller-Chucks. Ein Muller-Chuck ist sowas wie eine Feier, bei der durchaus etwas zu Bruch gehen kann. Und bei meinen Muller-Chucks sind quasi, das sind immer so Situationen, die irgendwie ausgiebig sind. Und heute wollte ich einen Mini-Muller-Chuck machen, nämlich etwas ultra-kleines. Also eigentlich was angekündigt, was als Mini-Muller-Chuck, aber ich wollte eigentlich noch was Kleineres als Mini machen. Also so ein Nano-Muller-Chuck sozusagen. Und da hat sich eigentlich ganz gut zugetragen, dass mich der David angerufen hat, ob ich ihm hier beim Aufstellen oder beim Transport seiner Skulptur nicht helfen könnte. Da dachte ich mir, ja, das ist so, könnte ein Mini- oder ein Nano-Muller-Chuck nämlich ausschauen. Ich mache etwas, ohne dass Sie es sehen, und erzähle es Ihnen einfach nur. Und dann habe ich gedacht, ich fahre dann mit ihm mit, werde ihm gar nichts davon erzählen, ich werde dann in einem goldenen Anzug bei ihm beim Auto einsteigen, dann gehen wir ins Archiv, er wird sich wundern, warum ich im goldenen Anzug komme, aber das, ich würde mich natürlich bedeckt behalten und würde ihn da quasi sozusagen überraschen mit meinem Nano-Muller-Chuck. Und ich würde mich natürlich, wie es für einen Muller-Chuck gehört, unglaublich unhilfsbereit zeigen, weil sonst wäre es ja, also ich möchte so unnötig sein wie nur möglich, weil das ist eigentlich das Größte, was man machen kann, so unnötig zu sein, zu nichts zu gebrauchen, ist das Höchste, sozusagen. Und das hätte ich dann auch vollzogen, und man könnte sich jetzt vorstellen, wie wir beide hier, ich im goldenen Anzug, er natürlich immer in seiner schönsten Arbeitsbanier, hätten wir hier angegriffen und hätten den Exit, also den Ausgang durch die Gegend getragen. Also er richtig, ich nur symbolisch falsch. Aber dann hat es sich so zugetragen, dass mir jemand zuvorgekommen ist, mir sozusagen die Arbeit schon abgenommen hat. Und das wäre wirklich zu wenig gewesen für einen Nano-Muller-Chuck. Das wäre ein, du hast es heute Nulo-Chuck genannt. Also das wäre nichts gewesen. Das wäre also zu viel nichts gewesen. Das wollte ich Ihnen nicht erzählen. Da hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Da hätte ich geglaubt, es wäre keine Kunst, die ich gemacht hätte. Aus diesem Grund wollte ich tatsächlich beweisen, nicht für mich natürlich nur beweisen, aber das ist eigentlich, das tut nichts zur Sache. Ich wollte tatsächlich einen Mini-Muller-Chuck abliefern, nämlich ein bisschen mehr als nichts, sondern ein bisschen was. Ich wollte materialisieren, und zwar nämlich hier. Das ist natürlich das, was jetzt rausgekommen ist. Und das ist so zustande gekommen. Ich war dann gestern tatsächlich da, haben die Ausstellung hier angeschaut und habe diese ganze Exit und The End und Next und die Love habe ich da gesehen. Da dachte ich, man, das sind ja alles riesige Themen. Jetzt geht es um alles. Und jetzt muss ich alles ins Mini reinpressen. Wie mache ich das? Wie bringe ich alles, wie kann ich das kondensieren? Und dann haben wir da, da geht es ja ums Geistige sozusagen, und das muss materialisieren, und das muss man körperlich sozusagen dann machen. Da bin ich zu Hause gewesen, im Bad, und dann habe ich Bewegungen gemacht, bin ganz schnell so gelaufen und bin die Ausstellung durchgegangen, mein Kopf hat sie durchgedacht, ganz intensiv, das habe ich für eine halbe Stunde quasi gemacht, um quasi das zu materialisieren. Und habe mir dann, also das dann so an der Stirn und an der Nase abgezapft. Sozusagen ist hier diese ganze Ausstellung hier materialisiert in dieser kleinen Fiole. Die können Sie auch erstehen.
Sie können also die ganze Ausstellung außer drüben. Da ist nur, die haben nicht ganz angeschaut, die brauchen nicht durchdecken und so, somit essentialisieren, wie man so, sagen wir mal so. Aber da ist die ganze Ausstellung jetzt da drinnen. Jetzt denken Sie, das ist ein Schnäppchen, weil es natürlich billiger sein wird als diese Bilder. Aber das Problem ist jetzt dabei, dass Sie eine unglaubliche Verantwortung tragen, wenn Sie das dann an sich nehmen. Weil wenn das weg ist, ist sozusagen die Essenz von der ganzen Ausstellung weg. Dann ist nur mehr Material übrig, dann sind die anderen Bilder nichts mehr wert. Also halt nur Materialkosten. Das ist schwierig. Verstehen Sie das Problem? Und die Verantwortung, die Sie mit dieser Viole übernehmen werden, sofern Sie sich dafür entscheiden, mir die abzunehmen. Und ich bitte Sie, nehmen Sie mir diese Verantwortung ab, weil ich bin, also es wird eine Katastrophe werden, also für euch. Aber es ist auch mein Leben da drinnen, weil ich habe über meine Endlichkeit da gedacht, aber auch das tut nichts zur Sache. Ich sage nur, da ist wahnsinnig viel drinnen. Und ich weiß gar nicht, wie man das zu Ende bringen soll. Ich stelle mich wieder da hin, ich hole mir jetzt meine Tasche. Sie überlegen sich das, wie das zu Ende gehen kann oder wie es weitergehen kann. Was wäre, wenn man das homöopathisiert? Homöopathisiert? Ja, noch mal was davon. Das sind Millionen Flaschen. Lauter Forschungsausstellung. Ich bin raus. Das ist jetzt auch.